und habe halt einfach gemerkt, und das habe ich auch gesucht, dass ich nicht nur irgendwo eine Lizenz machen kann, wo ich irgendwie auch schwarz auf weiß irgendwo sehe, okay, jetzt bin ich Trainerin, aber jetzt was? Sondern ich habe halt wirklich was gesucht, wo man richtig spürt, da ist Herz drin und da ist eine Vision hinter. Und da stehen Menschen mit voller Leidenschaft dahinter, die was aufbauen wollen, so wie es halt bisher noch nicht wirklich gibt. 5, 6, 7, 8. Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Peter, und willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Diesmal ein neuer Erfahrungsbericht mit der lieben Lisa. Ganz, ganz spannend. Ich nehme das schon mal vorweg. Und Lisa, wir starten hier direkt. Stell dich doch einmal bitte ganz kurz vor. Ja, hallihallo, ihr Lieben. Also ich bin Lisa, ich bin 36 Jahre alt und ich bin quasi frisch gebackene Hit-the-Beat-Fitness-Trainerin und bin Feuer und Flamme und lieb's einfach. Geil, ja, direkt guter Anschluss. Erzähl ja auch den Leuten, warum bist du überhaupt Hit-the-Beat-Trainerin geworden? Ja, gute Frage. Ich mache seit einigen Jahren schon Gruppenfitness mit. Ich lieb's. Ich habe in Fitnessstudios schon viele verschiedene Arten von Workouts mitgemacht und habe mir halt als Teilnehmerin immer wieder so klammheimlich gedacht, wie geil wäre es eigentlich, wenn ich das auch mal machen könnte. Ich habe immer gedacht, boah, ich würde auch so gerne die Leute anfeuern. Ich habe immer selbst als Teilnehmerin so diese Energie gespürt, wollte das einfach auch selbst mal machen. Ich habe lange Jahre im Ausland gelebt und da war es einfach visumstechnisch nicht möglich und habe das dann einfach immer wieder so ein bisschen verschoben, gedacht, ja, scheinbar einfach gerade noch nicht möglich. Jetzt bin ich aber seit einem guten Jahr wieder in Deutschland und das hat einfach diese Idee immer wieder angeklopft. Ich bin halt auf dem Weg gerade in meine Selbstständigkeit. Ich möchte verschiedene Arten von Angeboten machen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich komme ursprünglich aus dem therapeutischen Bereich und möchte da so verschiedene Dinge mit einfließen lassen. Und was mir bis dato einfach gefehlt hat, ist, ich persönlich liebe es, mich auszupowern, wirklich Gas zu geben, zu schwitzen und einfach mit cooler Musik einfach Vollgas zu geben und so, ja, dann diese Endorphinflut quasi zu spüren danach. Das bringt einfach eine gewisse Lebensfreude, die uns allen gut tut. Und das wollte ich halt auch mit anderen teilen. Ich habe dann auf eigene Faust mal probiert, mir da so ein bisschen was zusammenzustellen. Ich tanze auch total gerne und habe mir dann wirklich ein Wochenende genommen und überlegt, okay, welche Musik, welche Bewegung, welche Übungen. Ich bin froh, dass ich nur meine Freundin eingeladen habe. Total in die Hose gegangen. Ich habe alles vergessen, hatte keine Ahnung mehr, welche Übung wie wo dran, auf die Musik, keine Ahnung. Und habe mir gedacht, ey, eigentlich hat es total Spaß gemacht. Aber ich hatte halt kein Gerüst, an das ich mich irgendwie orientieren konnte. Und mir fehlt da auch absolut die Expertise in diesem Bereich, das wirklich zu einem runden Workout zu machen, wo die Leute sich auspowern können, aber eben auch Sicherheitshinweise geben, dass alle Muskelgruppen wirklich abgeholt werden, dass man sich da stetig weiterentwickeln kann. Da fehlt mir absolut das Know-how. Und dann, naja, wie das halt heutzutage so ist, der Instagram-Logarithmus weiß dann, okay, da sucht jemand was. Und da bin ich echt froh, bin ich auf euch gestoßen und war direkt überzeugt. Ich habe dann, glaube ich, eine Woche lang alle YouTube-Videos durchgesportelt und die App ausprobiert und fand es einfach geil. Ich bin jetzt seit November bin ich Trainerin und ist es genau das, was ich gesucht habe. Und ja, bin unheimlich dankbar, dass ich das gefunden habe. Cool, ja, freut mich auf jeden Fall zu hören. Bevor wir jetzt mehr in die Ausbildung gehen, um die Leute vielleicht später auch abzuholen, wie der Weg dorthin war, wie sich es angefühlt hat, die Ausbildung zu absolvieren. Erzähl uns doch mal, ja, was bedeutet es dir jetzt, so Trainer zu sein? Was gibt es dir? Warum bist du jetzt so Feuer und Flamme? Welches Gefühl explodiert quasi in dir? Ja, also für mich ist es halt einfach, ich kenne das selber von mir, ich liebe es, Sport zu machen und wirklich diese wöchentliche Routine zu haben, meinem Körper was Gutes zu tun. Und ich weiß aber auch, wie es sein kann, wenn man einfach den inneren Schweinehund mal überwinden muss, sich selbst einfach anspornt, wirklich am Ball zu bleiben.
Und das heißt, als Trainerin habe ich jetzt quasi mir selbst das Commitment gegeben, als auch gebe das Commitment an andere weiter, immer wieder diesen regelmäßigen Raum zu öffnen, wo man eben sich da so weiterentwickeln kann, auf körperlicher Ebene, aber auch im Mindset. Und für mich ist es halt einfach dieser Ansporn, diese Begeisterung dafür, ist halt einfach, ich habe gestern Abend noch eine Sprachnachricht von meiner Freundin bekommen und die meinte, boah Lisa, ich bin jetzt seit einem Monat mit dabei und ich finde es einfach so genial. Ich merke meinen Körper, wie er Muskel aufbaut, wie er flexibler wird, wie ich gute Laune habe, wenn ich so in den Tag starte. Ich gebe einen Kurs um 7:30 Uhr morgens am Donnerstag und ich bin dann immer um 7:15 und denke mir, oh, was ein Scheiß, warum habe ich denn der Lisa zugesagt? Bin aber dann um 9:30 dann einfach da online, gebe Gas und gehe einfach so mit guter Laune weiter. Und das ist so ein Herzensgeschenk, wenn deine Teilnehmer sowas von dir erzählen, von der Erfahrung in deinen Kursen. Und das ist halt einfach, das will ich weitergeben. Und das spüre ich für mich und das kann man ja dann noch vielfach quasi mit anderen teilen. Und das ist einfach ein Geschenk. Cool, ja. Freut mich sehr zu hören, dass du deine Leidenschaft so gerne verbreitest und deine Teilnehmer das auch spüren. Mega. Jetzt lass uns mal in die Rolle gehen von einer Person, die vielleicht noch nie mit Hit the Beat in Berührung gekommen ist, beziehungsweise die Ausbildung vielleicht auch mal machen möchte. Erzähl doch mal in deinen Worten, wie hat das Ganze angefangen? Du hast schon erzählt, du hast es auf Instagram gesehen, aber nimm die Leute mal mit von dem Prozess an, du hast es jetzt dort gesehen und jetzt bis zum Abschluss der Ausbildung. Ja. Also ich habe halt bei Instagram erstmal das ganze Profil durchgeguckt, mir die Mastertrainer angeschaut, diese verschiedenen Posts gesehen für Workout-Inspirationen, mir euch auch die Stories angeschaut und habe halt einfach gemerkt, und das habe ich auch gesucht, dass ich nicht nur irgendwo eine Lizenz machen kann, wo ich irgendwie auch schwarz auf weiß irgendwo sehe, okay, jetzt bin ich Trainerin, aber jetzt was? Sondern ich habe halt wirklich was gesucht, wo man richtig spürt, da ist Herz drin und da ist eine Vision hinter und da stehen Menschen mit voller Leidenschaft dahinter, die was aufbauen wollen, so wie es halt bisher noch nicht wirklich gibt. Und das habe ich da schon bei Instagram einfach zwischen den Zeilen spüren können und habe mich dann eben auch für dieses Beratungsgespräch beworben und hatte dann ein Gespräch mit dem Hai. Und es war so freundlich, so offen, so informativ. Und da wurde ich dann erstmal, da wurde mir geholfen, mal von dieser Idee, von dieser Vision, hey, ich könnte das ja vielleicht selbst mal machen, nicht nur als Teilnehmer im Kurs, sondern wirklich mal einen Rollenswitch zu machen und es selbst machen. Da hat der Kollege mir in diesem Beratungsgespräch wirklich bei geholfen, mal in diese Vision reinzugehen und wie könnte das wirklich konkret für dich aussehen? Was sind die Schritte in diese Vision rein, dass man die leben kann? Und dann hatte ich, wie gesagt, zwischen dem ersten und dem zweiten Beratungsgespräch habe ich wirklich einmal die App auseinandergenommen und jedes YouTube ausprobiert, um das wirklich auch am Körper zu spüren. Das kann ich jedem nur empfehlen, wirklich das am Körper zu spüren. Was ist Hit the Beat? Wie fühlt sich das an? Und dann bei dem zweiten Gespräch war dann tatsächlich, da bin ich auch ganz ehrlich, habe ich erst gedacht, ich will mich ja wirklich selbstständig machen, ich will mir langfristig eine Selbstständigkeit aufbauen, ich sollte vielleicht erstmal irgendwie ein Business-Coaching machen und dann Hit the Beat, dann kann ich ja die Fitness-Sache anfangen. Und Halleluja, bin ich froh, dass ich da so gut abgeholt und beraten wurde, weil ich mich dann letztendlich doch für die Hit the Beat Ausbildung entschieden habe, weil ich einfach da schon rausgehört habe, das ist nicht nur hier eine Lizenz, tschüss und auf Wiedersehen, viel Erfolg damit, sondern wirklich was Nachhaltiges. Man bleibt in Kontakt mit euch, mit den Trainern, mit anderen Auszubildenden. Man hat tagtäglich, wenn man will, diese neuen Impulse, Inspirationen und auch konkrete Schritte, was man machen kann, um sich diese Selbstständigkeit aufzubauen. Das heißt, das ist quasi einmal ja eine fachliche Fitnessausbildung, um Hit the Beat Trainer zu werden, aber eben auch diese Business-Unterstützung hat man zusätzlich noch dabei, dass man eben nicht nur die Lizenz hat und denkt sich, okay, wie mache ich jetzt weiter, sondern wie spreche ich Kooperationspartner an? Wie kann ich mich als
als Nomadin sozusagen, als also standortunabhängig auch was aufbauen im Fitnessbereich? Wie könnte das aussehen? Wie komme ich an meine Teilnehmer? Wie arbeitet mit, wie verbreite ich mich, wie positioniere ich mich im Social Media? Und wie kann man sich da vernetzen? Und da sind einfach so viele Komponenten, die ich jetzt in der Ausbildung gemerkt habe, die da mit reinfließen. Ich bin sowas von dankbar, weil das wirklich nicht nur so eine Ausbildung oder eine Lizenz in der Tasche ist, sondern wirklich was viel Größeres. Und dann jetzt, sag ich mal, die praktische Arbeit der Ausbildung. Ich glaube, du hast die Ausbildung online gemacht, oder? Ja, genau. Online? Ja. Ja, wie war das für dich? Also, was musstest du tun? Wie waren die Schritte? Und dann kannst du uns da vielleicht kurz mal so einen Einblick geben, wie es für dich war. Ja, also ich habe die Ausbildung gemacht, die Online-Ausbildung, inklusive des Gruppencoachings wöchentlich und eben auch der WhatsApp-Gruppe, weil ich einfach diesen ständigen Austausch auch brauchte und wollte für mich. Und das war wichtig für mich, da bin ich froh drum. Und ich habe dann meine Online-Zugänge bekommen, einmal zu dieser Trainer-Area, wo man wirklich eine Vielfalt, ich habe immer noch nicht alles durchgeforstet, weil ich wirklich eine Step-by-Step mir das angucken, da sind noch ein paar Goodies drin, unentdeckte Goodies drin. Und bin dann die einmal durchgegangen und habe mir die verschiedenen Videos angeschaut, um einfach mal so einen ersten Einblick zu bekommen. Die andere Plattform, die dir freigeschaltet wird, da geht man stetig diese 10 Module durch, wo man wirklich Schritt für Schritt erstmal langsam an dieses Konzept rangeführt wird. Und was ich da halt total schön fand, ist, dass ich als 0 Kursleitererfahrung wirklich mit Baby-Steps rangeführt wurde, was bedeutet das halt jetzt überhaupt? So ein Konzept zu verstehen, Leute anzuleiten, den Raum für Leute zu halten und so weiter, Sicherheitshinweise zu geben. Und ich fand das unheimlich strukturiert und aber auch clever aufgebaut, weil du halt wirklich mit dieser Ausbildung einfach langsam wachsen kannst. Und das ist halt einfach genau das, was man jetzt aus meiner Erfahrung her braucht, wenn man eben noch keine Expertise mitbringt in dem Bereich. Und ich habe die Ausbildung in 4 Ländern gemacht. Also ich war sowieso auch im Sommer unterwegs. Das heißt, ich habe in Deutschland angefangen, über Schweiz, Holland und in Portugal mein finales Prüfungsvideo dann eingereicht. Für mich war es ideal, weil ich meine Ausbildung quasi mitnehmen konnte, egal wo, weiterlernen konnte. Ich konnte mich von unterwegs mit in die Coaching Calls mit einklicken. Und ja, das war halt einfach echt die perfekte Mischung für mich. Nice. Und wann hast du jetzt die Ausbildung bestanden gehabt? Im November. Genau. Wie ist das Gefühl der Teilnehmer? Was bekommst du für ein Feedback? Richtig positives Feedback. Ich habe ein Feedback, wie gesagt, von einer Freundin bekommen, die jetzt seit Anfang an mit dabei ist. Und die findet es einfach so gut, weil sie es 2 bis 3 Mal die Woche mitmacht. Und einfach die Veränderung im Körper merkt, aber nicht nur körperlich, sondern einfach auch mental viel aufgeweckter in den Tag gehen kann, in die Woche starten kann. Eben auch diesen Schweinehund mal überwinden, auch um 7.30 Uhr mal ab auf die Matte und loslegen. Und das kommt einfach so gut an. Ich habe das andere Feedback, was ich bekommen habe, das war auch so ein Geschenk. Jemand, der von einem gestressten Arbeitstag nach Hause kommt und um 18 Uhr fängt Hit the Beat mit mir an, online. Sie muss nicht noch irgendwie umziehen, irgendwo anders hinfahren, sondern kann sich online quasi direkt einmal einloggen. Und die meinte, sie ist kaputt von ihrem Arbeitstag. Und nach einer Hit the Beat Stunde mit mir ist sie wieder so energetisiert und so guter Laune, dass sie den Rest des Tages dann auch genießen kann und dann wieder gut gelaunt in den nächsten Tag startet. Und das ist so ein Geschenk, wenn man sowas ja weitergeben kann und für sich selbst spürt. Also alle, die bisher mitgemacht haben, sind geblieben. Also ich glaube, das spricht für sich selbst. Cool, ja, freut mich auf jeden Fall, dass deine Teilnehmer das so annehmen. Kommen wir zur letzten Frage. Versuch mal in deinen eigenen Worten zu beschreiben, was auf die Leute zukommt, falls sie sich entscheiden würden, Hit the Beat Trainer zu werden. Oh, was kommt auf die zu? Eine geballte Ladung an guter Laune, an Leidenschaft, an Passion, an absolut Herz.
mit einer Expertise im Fitnessbereich, egal von welchen Ecken man da irgendwie unterstützt werden will und was man braucht, um das Ganze für sich umzusetzen. Man wird hier mit offenen Armen und einem offenen Herz willkommen geheißen. Und ich finde es so schön, mehr und mehr von euch kennenzulernen und einfach Teil davon zu sein. Und egal, was du vorhast als Fitnesstrainerin, ob einmal die Woche als Ausgleich vom Bürojob oder wirklich Vollzeit das ganze Ding richtig groß aufzuziehen, du bist hier richtig gut aufgehoben und wirst hier dann wirklich auch Schritt für Schritt mit begleitet und mit angefeuert und angespornt, dass du das auch richtig gut umsetzen kannst. Ja. Cool. Ja, Lisa, ich danke dir für die ganzen ehrlichen Insights von dir und die Zeit, die du mitgebracht hast für das Interview. Und falls ihr da draußen, egal wer da gerade zuschaut, auch Lust hat, HIIT-Trainer oder Trainerin zu werden, könnt ihr unten unter dem Video ist ein Link in der Beschreibung, einfach draufklicken, auch einen Telefontermin vereinbaren. Dort werdet ihr auch beraten. Ihr könnt eure Fragen stellen. Auf alles bekommt ihr eine Antwort. Wir würden uns mega freuen. Ansonsten abonniert gerne den Kanal. Wir haben ganz, ganz viele andere Erfahrungsberichte, auch eben Workouts und zum Beispiel Videos von Events, wo ihr quasi ja, Gefühle, Einblicke der Emotionen bekommt bezüglich Hit the Beat Breakletics. Auf diesem Wege danke euch für eure Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bye bye, Lisa. Ciao, ihr Lieben. Ciao. 5, 6, 7, 8.